Schön, dass du dabei bist. Hallo zusammen. Herzlich willkommen auf der Sonnenterrasse der Burg. Ja. Wer hätte mir mal gesagt, dass virtuelle Räume so ausschauen, wie ich jetzt hier sitze? Es ist wirklich, ich muss auf meine alten Tage das mit diesem Arbeiten und diesem Lernen noch komplett neu realisieren. Ich kann es immer noch nicht, zwick mich mal, das ist irgendwie noch ein bisschen schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst vielleicht, dass ein Isabel Schuladen, eine Kollegin und Lehrerin aus dem Digital School Story Team, eigentlich jetzt die Session eingereicht hat und mit unserer Unterstützung die Session erhalten wollte. Jetzt ist sie aber gesundheitlich angeschlagen und hat uns jetzt gebeten, die Session zu übernehmen. Wenn sie wüsste, was das für eine Sonnenseite hier ist. Hätte sie sich das mal überlegt, aber sie glaubt, sie wäre online teil. Das heißt, so wie Ann-Kathrin hätte sie das aus dem Homeoffice gemacht. Und wir haben gestern Abend von Nina Müllens die Empfehlung bekommen, wie wir das denn jetzt machen sollen, diese Stunde. Und ich habe dann gesagt, das Erste, was mir wichtig ist, warum habt ihr eingeschaltet? Was hat euch dazu bewogen, nachdem wir jetzt gerade entdeckt haben, dass wir nicht mal eine Beschreibung zu unserer Session auf der Homepage geliefert haben, muss es noch feinere Gründe gegeben haben, warum wir zu uns geschaltet haben. Und die würde ich vorne weglegen, sodass, bevor wir anfangen, was zu erzählen, wir erst von euch so ein Gefühl dafür kriegen, warum seid ihr da, was hat euch interessiert und dass wir das dann in den Fokus der Session legen. Also nur zuhören wird schwierig, sonst wissen wir gar nicht, was wir erzählen sollen. Das hättet ihr aber auch gar nicht. Hallo, der Jochen hier. Hallo Jochen. Hallo Jochen. Hi, schön euch zu sehen. Tatsächlich ist es, glaube ich, gar nicht so weit zu euch. Wahrscheinlich könnte ich da rüberlaufen. Ich bin hier wegen Harald und wegen eures tollen Pitches, weil ich tatsächlich das Thema Hashtag Wir für Schule, diesen Hackathon, super spannend fand und jetzt nicht erwarten kann zu hören, was daraus geworden ist. Super. Sehr geil. Sehr gerne. Frank, magst du als Nächstes? Ja, gerne. Ich bin dabei, weil ich euch beiden folge. Also Christian Lernt folge ich schon seit einigen Wochen. Ich glaube, seitdem es das gibt. Und Harald natürlich sowieso. Ich versuche mit dem, was ich über euch erfahre und über die DATEV und über alles das auch in meiner Firma, so ein bisschen was aufzubauen und zu punkten. Und ihr habt immer schon gute Impulse gesetzt. Also ich habe auch einen eigenen Blog gestartet, ganz klein und unauffällig, der immer größer wird. Also insofern freue ich mich auf den Austausch und auf das, was kommt. Gleiche Frage. Ach so, bei der Krankenkasse. Ich arbeite bei der Mobilkrankenkasse in Hamburg. Ah, okay. Und wir sind ein Unternehmen mit 1800 Mitarbeitern und sind gut auf dem Weg der Digitalisierung, haben noch einen Weg vor uns, aber wir haben schon einiges in Gang gesetzt. Super, danke dir. Andreas, wir machen gerade so eine Runde. Warum seid ihr überhaupt hier? Die Gabriele hält ganz brav die Hand hoch. Drum gerne du als Nächstes. Wenn du magst. Meinst du jetzt mich oder die Gabriele? Schon die Gabriele hält die Hand hoch, so ganz wacker, aber irgendwie, glaube ich, technisch ist gerade irgendwas. Andreas, start du. Dann start du. Ich fand das Thema aus folgendem Grund spannend. Ich bin 35, ich habe das Glück gehabt, als ich Kind war, dass ich einen Computer geschenkt bekommen habe, letzten Endes, und da ein bisschen eingewiesen wurde. Und IT-Unterricht in der Schule fand ich damals nicht gut, ist jetzt schon ein paar Jahre her, klar. Ich arbeite beruflich mit Azubis zusammen und stelle fest, die sind schon fit irgendwie in Android und iOS. Wenn es aber jetzt quasi um, sage ich mal, so den klassischen PC geht oder Microsoft Tools, dann stelle ich fest, da ist nicht so viel Wissen bei sehr, sehr, sehr vielen vorhanden. Und deswegen denke ich auch, in der Schule da vielleicht ein bisschen was anzuleiern, wäre gar nicht so verkehrt. Und du bist jetzt als Elternteil da oder als Vertreter vom Bauhaus? Nee, ich habe gar keine Kinder. Also, ich bin als Personalentwickler quasi da. Also. Ja, da bist du ja völlig richtig. Sehr schön. Danke dir, Andreas. Winfried, wie sieht es mit deinem Mikrofon aus? Sehr gut, sieht es aus. Schön, dich zu hören. Ein bisschen angeschlagen, aber ich bin Vater. Ich habe Dina mal mitbekommen, als sie das erzählt hat, war einmal auf der Website Digital School Story, fand das spannend und bin deshalb mit dabei. Super. Schön, dass du da bist. Also übrigens parallel, wenn es euch gerade noch langweilig ist, geht bitte in den Slack-Kanal.
da habe ich schon mal so ein paar Links und ein paar Bilder gepostet. Die solltet ihr zumindest, also den Slack-Kanal solltet ihr nebenbei offen haben, weil wir haben in Teams ja keinen Chat. Das heißt, da drin sind schon ein paar Informationen, dass ihr ja, mitmachen könnt. Ann-Kathrin, ja, wer bist denn du und warum bist du hier? Als moralische Unterstützung. Ich gehöre ja auch zum Team Digital School Story schon seit einer Weile jetzt. Bin bei uns in der Hochschulkooperation tatsächlich aktiv und wollte natürlich unbedingt wissen, was hier heute passiert und was die beiden Gauner da so treiben. Ich hatte eigentlich auch Isabel. Weil so die, ich finde die gerade die Lehrerinnen-Seite bei Digital School Story finde ich super spannend. Aber nachdem wir jetzt auch gerade so viele aus den Unternehmen sind, würde ich ja, glaube ich, so ein bisschen auf die Unternehmensseite wechseln. Auf die dunkle Seite der Digital School Story macht quasi. Aber ich bin also ursprünglich Informatikinstitut, deshalb kann ich dieses Informatik an der Schule total ätzend, kann ich voll unterschreiben. Ich glaube, daran hat sich auch noch nicht so schrecklich viel geändert. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Punkte, wo wir mit Digital School Story aufsetzen. Absolut. Gabriele, ich versuch's nochmal. Wie sieht es jetzt aus mit deinem Mikro? Ist irgendwo der blaue Reifen ausgekommen, aber. Passiert was, aber wir hören dich nicht. Ja, dann fragen wir den Klaus. Klaus, warum bist du hier? Was können wir für dich tun? Hallo, ich bin der Klaus. Und ich bin Kollegen und ich bin auch Vater von drei Racker. Der eine ist jetzt in der Schule und jetzt habe ich ganz viele Windgeräusche im Ohr. Deshalb interessiert mich das sehr. Gleichzeitig möchte ich auch bei Continental eine Community aufbauen und vielleicht das eine oder andere hier mit rübernehmen. Wer weiß, mal schauen. Genau. Ist noch jemand da, der sich einchecken möchte? Der Karl-Heinz. Karl-Heinz, warum hast du dich für unsere Session entschieden? Wir sammeln gerade so ein bisschen die Interessen, dass wir wissen, wie wir sie schwerpunktmäßig legen sollen. Also ich habe von Digital School Story bisher gar nichts gehört und deshalb interessiert mich überhaupt mal, um was geht's da? Vielen Dank, eine wunderbare Einladung, die Grundlagen zu legen. Ich würde vorschlagen, Harald, wir sind wahnsinnig gut abgestimmt, wir machen das jetzt on the fly. Ich starte mal so mit 5 Minuten, was ich mit Digital School Story verbinde. Was wir dabei haben, ist auch das Programm, das wir in den Schulen machen und dann würden wir das einfach dialogisch ein Stück weit so intensivieren. Ich habe die Nina Mühlens kennengelernt über Working Out Loud Frauen stärken. Da sind wir uns über den Weg gelaufen und wir haben dann einen Dialog geführt über was für mich bei Working Out Loud Stärken besonders war. Und irgendwann in dem Gespräch hat sie erzählt, dass sie sich an Schulen engagiert, um dort ein Verständnis für, ich sag mal, vorsichtiger Kommunikation und veränderte Kommunikationssituationen zu unterstützen. Und das festgemacht hat an TikTok. Und ihr müsst wissen, für unsere Organisation, für die Daten, für TikTok richtig böse, während wir seit 10 Jahren irgendwie angefangen haben, uns mit Social Media anzufreunden, hat es bei TikTok nie funktioniert. Und das war so ein Anker, der mich neugierig gemacht hat, warum haben die sich auf TikTok interessiert. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und ich bin Vater von 3 Kindern, bin seit 10 Jahren im Elternbeirat und habe eine Gymnasiallehrerin zur Ehefrau. Das heißt, dieses Thema Schule und Schulsystem und Lernen ist irgendwie biografisch bei mir verheiratet und ich beobachte jetzt seit 10 Jahren, dass es so, so schwierig ist, mit diesem Schulsystem in die Kommunikation zu treten, weil ich das immer eher konfrontativ erlebt habe. Schlaue Eltern wissen was besser wie die LehrerInnen. Das finden die LehrerInnen ganz schwierig. Es gibt ein relativ starres System und dann hatte ich beim Zuhören von der Nina das Gefühl, Mensch, sie muss es so geschickt gemacht haben, weil 60 erfolgreiche Projekte an Schulen, wo SchülerInnen selbst gesteuert Videos drehen, wo Kreatoren, ich kannte den Begriff gar nicht, wisst ihr, was ein Creator ist? Ein Creator ist jemand, der Geld verdient, indem er Videos, Texte und Bilder veröffentlicht und dass diese Creator
millionenschwere Follower stark mit SchülerInnen in Dialog gehen. Wie hat es die Nina geschafft? Und über den Weg hat sie mich so gekriegt, dass ich jetzt 14-tägig immer von 21 bis 22 Uhr in einer Projektsitzung ehrenamtlich sitze, dass neben mir Harald Schirmer, ein wunderbarer Partner, in diesem inzwischen, an Katrin, weiß gar nicht, 30 bis 40-köpfigen Projektteam, jetzt wird 14-tägig, wird es größer. Jedes Mal begrüßen wir noch Menschen, die ehrenamtlich mitarbeiten. 62, seht ihr? Und das hat mich getoucht. Und jetzt weiß Karl-Heinz immer noch nicht genau, was Digital School Story ist. Ich versuche es nochmal in 3 Sätzen. LehrerInnen werden animiert dazu, aus ihrem Lehrplan ein Projekt zu starten, in dem ihre SchülerInnen fachliche Inhalte aus dem Lehrplan selbst gesteuert in an TikTok orientierter Logik, also 90 Sekunden Video, in diese Videos zu übersetzen. Das heißt, nach dem Projekt, nach einer agilen Phase von 12 Wochen, wo die selbstgesteuert durch den Prozess gehen, hat die Lehrerin dafür gesorgt, dass die Schülerinnen selber gelernt haben, eineinhalbminütige Videos zu drehen und kriegen da ein Feedback eines Creators, der ihnen sagt, so hat er die Filme wahrgenommen, das könnte man noch besser machen. Und die Filme werden gar nie veröffentlicht, weil der deutsche Datenschutz und Schulen große Schwierigkeiten haben. Es geht nicht um das Veröffentlichen der Filme, sondern es geht um das Lernen des Denkens eines Lehrplans in 90 Sekunden audiovisueller Kommunikation, orientiert an dem Muster, wie man in TikTok arbeitet. Das war mein Pitch. Tschüss, Who Story. Oder wie schaut deine Geschichte aus? Ja, danke, Christian. Ich glaube, damit ist klar, dass dieses Projekt erst etwas Längeres ist. Es ist eine Kooperation zwischen Schule, zwischen dem Digital School Story Team und aber auch anderen. Das können zum Beispiel Firmen sein. Also schauen wir uns das Ganze mal aus der Organisationsperspektive an. Da haben wir ja in den meisten Organisationen das Thema Employer Attractiveness, also wie komme ich an die richtigen Talente ran und so weiter. Und wir haben das Thema, dass wir natürlich auch Digital Skills sowohl bei unseren eigenen Leuten in den Organisationen als auch bei den Leuten, die wir in die Schulen, nicht in die Schulen, in die Organisationen kriegen, eigentlich erst anfangen müssen aufzubauen, weil viele die noch gar nicht haben. Jetzt hat ein Winfried Felser, der jetzt übrigens auch da gerade so ganz neugierig ist, was wir da so treiben, das mal ganz schön genannt. Wir sind ein Transformationsaktivator. Das finde ich natürlich einen ziemlich geilen Begriff und es trifft es auch ganz gut, weil Leute, die mit uns jetzt da zusammenarbeiten, da bitte ich euch, schaut doch mal jetzt parallel in den Chat ein. Da habe ich euch den Link gegeben, also in den Slack-Chat. Da gibt es dieses eine Bild. Da seht ihr diese 12 Stationen, die da abgelaufen werden in diesem Gesamtprojekt. Also mit den typischen Retrospektiven, mit den typischen Review-Cycles, was der Christian schon gesagt hat, dass dann Creator. Und also wir reden hier von so richtig, richtig geilen Typen, die so 2 Millionen Follower haben. Der Bandu oder jetzt, wie heißt der, Steuerheinz, Steuerfritz, Steuerfabi, genau, also die auch wirklich vom selbst von der Bundesregierung inzwischen gebrieft werden oder umgekehrt, ja, die werden gebrieft von denen, weil die einfach so erfolgreich bestimmte Dinge rüberbringen können. Das heißt, da ist echte Kompetenz da, da sind Leute da, die auch richtig Geld verdienen und die kommen plötzlich in die Schulen zu Schülerinnen und Schülern, ich sage jetzt mal so in der mittleren Stufe sowas, also es ist geeignet irgendwie für die meisten Klassen, was ich mitgekriegt habe, auch für die meisten Fächer und machen da so eine Art Inspiration, Review, aber eben auch Motivation, weil das natürlich, also für was für uns irgendwie so die, ich weiß nicht, was sind denn unsere Helden heutzutage, ich wusste es gar nicht, ich habe nicht so ein Heldending, aber also für die Schüler sind das natürlich die Mega-Helden. Also die da reinkommen, weil die kennen die alle. Das sind so die Tagesschausprecher. Das sind so die Tagesschausprecher oder die, keine Ahnung, irgendwelche Musiker oder sowas, die wir alle verehren und wenn die plötzlich im Raum sind, dann kann man sich vorstellen, ist da eine ganz andere Atmosphäre da und wenn die dann auch noch technische Tipps geben, wenn die auch noch sich quasi ein bisschen so hinter die Karten schauen lassen, wie werden sie denn erfolgreich, dann ist da natürlich eine ganz andere Hausnummer am Start, was Motivation angeht und so weiter. So, und jetzt kommen wir zu den Organisationen nochmal kurz. Ich mache es an einem ganz klassischen Beispiel, die Conti. Wir sind gerade dabei, wir müssen Schulungsvideos bauen. Ende des Jahres braucht man einen Haufen, das sollen dann 8000 Leute anschauen, so Micro-Learning-Videos in der Richtung, da geht es jetzt nicht richtig darum, den gesamten Stoff rüberzubringen, sondern die Leute wieder in die Neugier zu bringen. So, was braucht man da? Da schaut man sich natürlich dann um in der Welt und stellt fest, na gut, da gibt es so ein Genre, TikTok-Videos, die scheinen es irgendwie zu schaffen, in diesen 90 Sekunden einen so, den Content so geil rüberzubringen, dass die meisten Leute sagen, wow, schaue ich mir an. So, und diese Kompetenz, quasi einen komplexen oder einen komplizierten Zusammenhalt
so zusammenzufassen in agilen Strukturen. Und daraus kommt dann ein Video, das man dann auch noch nutzen kann. Das ist natürlich auch eine Kompetenz, die man in Organisationen extrem gut brauchen kann. So, das heißt, wir machen das jetzt, wir arbeiten mit DSS zusammen. Wir werden jetzt da ein Projekt wahrscheinlich aufsetzen. Da gibt es natürlich auch ein bisschen Budget. Das kostet also auch ein bisschen Geld, weil da müssen ja Dinge vorbereitet werden. So, und jetzt gibt es da noch eine Sponsorschaft dazu. Ich will es jetzt nicht zu groß noch machen. Es ist eine Non-Profit-Organisation. Ich hoffe, ich habe richtig gesagt, Non-Profit ist es. Das heißt, also eigentlich sind wir gemeinnützige Veranstaltung heißt. Das heißt also, unser Ziel ist es natürlich, dass wir das an die Schulen bringen. Aber damit wir das Ganze natürlich auch finanzieren können, sind Firmen natürlich herzlich willkommen, uns Projekte zu geben. Und so passiert dann natürlich ein super geiler Link. Die Firmen dürfen ja selber nicht an die Schulen. Und die Schulen können nicht an die Firmen rangehen, um Geld zu kriegen. Und da wird dann DSS quasi so eine Art Vermittler, der diese ganzen Welten zusammenbringt. Jetzt halte ich schon wieder die Klappe, weil sonst habe ich zu viel geredet. Was von dem Ganzen, was der Christian und ich jetzt erzählt haben, wo sollen wir tiefer einsteigen? Was interessiert euch noch mehr? Oder wenn ihr auf diese 12 Schritte drauf schaut, was ist dann was, wo ihr sagt, erzähl doch mal dazu noch ein bisschen was. Nachdem wir handheben oder sowas, sehen wir sind beide ein bisschen mobil unterwegs, redet einfach rein. Wir sind, glaube ich, nur irgendwie 6-8 Leute. Winfried, du hast die Hand. Ja, also für mich wäre so ein bisschen, meine Große ist jetzt im Gymnasium. Was ist ein guter Auftaktpunkt? Ihr sagt ja, wir müssen Lehrer aktivieren, um damit sie das in den Lehrplan bekommen. Wie geht ihr da an Lehrer ran? Genau, die Nina sagt immer, es ist geeignet von 5 bis 12. Also sie haben keinen Fokus, wo es eine, so ab der 5. Klasse scheint es funktionieren zu sein. Und das Interessante ist, dass es aus dem Lehrplan kommt, also nicht Digital School Girl kommt in den Lehrplan, sondern die Lehrerin soll schauen, was ist in meinem Lehrplan eventuell geeignet für so ein Projekt. Und ich kann erzählen, wie es ich an meiner Schule jetzt, wie es gelungen ist, eine Lehrerin einfach dazu zu bringen, dass sie zusätzlich mir zuliebe noch so ein Ding macht. Wenn er sie genau fragt, macht sie das, weil ich sie überredet habe, noch in ihrer 5. Klasse in Mathe das zu machen. Aber im Hintergrund ist, dass die nächstes Jahr in allen 5. Klassen iPads einführen. Und sie merkt, dass sie sich auch als, die ist wahrscheinlich End-40erin, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen muss und nimmt es jetzt als Chance. Und der große Schlüssel, den Nina bzw. das Projekt macht, ist, dass die Lehrerin immer die Erste ist. Sie dreht ein Video, um ihre Schülerinnen zu motivieren. Und ich hatte immer das Gefühl, bei all diesen Projekten, Star in diesem Projekt ist nicht Digital School Story und auch nicht der Creator. Der kommt als Star und bleibt ein Star. Aber der Star in diesem Projekt ist die Lehrerin, die mit ihren Schülerinnen dieses Projekt macht. Und das scheint mir ein ganz großer Schlüssel zu sein, dass das von mir eingangs beschriebene Phänomen, eine Schule will sich von schlauen Eltern und irgendwelchen Experten nicht sagen lassen, wie es besser geht, dass das vermieden wird und dass es eher in eine Energie geht, dass man gern Impulse aufnimmt, weil es ja meine Klasse ist, mein Lehrplan, mein Projekt und meine Entscheidung. So hätte ich jetzt das interpretiert. Und es ist übrigens ein klassisches Kind der Pandemie. Es ist aus einem Hackathon virtuell entstanden. Siegfried Baldauf und Nina Mühlens haben sich 1,5 Jahre gar nie persönlich in die Hände gefasst, haben das nur virtuell gestartet und in die Schulen gehen wir auch nicht in Persona, sondern virtuell. Auch der Creator kommt per Videokonferenz, was man sich vor 2-3 Jahren ja nicht vorstellen hätte können. Heute können das Schulen eben. Das heißt, es ist ein wunderbarer Punkt und wir werden da sicher nicht aussteigen. Pandemie hin oder her, weil so ein Creator kann, wenn er ein paar tausend Euro die Stunde schwer ist, kommt eine Stunde ehrenamtlich dazu, aber einen ganzen Tag anreisen, um in der Bremen eine Schule zu besuchen, ist halt eine ganz andere Qualität. Deswegen glaube ich, dass wir genau diesen Weg weitergehen. Und das ist alles Lernen nach Zahlen. Das heißt, diese 12 Schritte, da kriegen die Unterlagen zum selber Einarbeiten. Es gibt ein Briefing, es gibt ein Anschauen der Filme, aber keine ständige physische Begleitung, sondern ein selbstorganisiertes Agieren. Agil, sagen wir da auch dazu. Christian, hörst du es teilt vielleicht auch, aber mir steht noch der leere Bildschirm an. Also vielleicht nochmal als kleine Zusammenfassung. Jeder kann im Endeffekt jeden ansprechen. Du kannst die Schulleitung ansprechen, du kannst den Elternbeirat ansprechen, du kannst deine Klassenlehrerin oder eine Lehrerin, wo du glaubst, da könnte das funktionieren, sie ansprechen, sie verknüpfen und sagen, hättest du da Interesse daran? Das, was der Christian auch gemeint hat, ich finde das gerade so wichtig, weil wir haben in den Schulen im Endeffekt ein sehr ähnliches Problem wie bei den Managern. Die Manager sind genauso wenig digital wie die Lehrer an vielen Stellen. So, und jetzt sind die Schüler meistens oder jetzt die Mitarbeiter sind schon meistens relativ weit. So, das heißt, die sind schon irgendwie so ein bisschen im Hintertreffen.
Und jetzt kommt dann auch noch so ein Creator dazu. Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn du als Lehrer vor der Klasse stehst und dann kommt so ein Creator, der so geilen Scheiß im TikTok-Stil macht, dann denkst du dir, ja toll, der macht das da halt einmal im Monat und ich muss das ja jeden Tag 5 Stunden lang machen. Also da ist schon das hat einen gewissen Geschmack. Aber das scheint sehr, sehr gut zu funktionieren, weil der Abstand da so groß ist. Also niemand würde jetzt von dem Lehrer erwarten, dass er jede Unterrichtsstunde im TikTok-Stil macht. Also das ist einfach klar. Und gleichzeitig profitiert man durch diesen großen Gap, profitieren halt alle Beteiligten. Die Schüler, die Schülerinnen, die Lehrer, Lehrerinnen. Und wir hoffen natürlich auch, dass der Creator einfach sagt, okay, also das ist für mich auch wertvoll. Wir haben jetzt, glaube ich, mehr als ein Dutzend. Ann-Kathrin, ich schaue mal wieder zu dir rüber. Ich glaube, 16 sind es jetzt gerade. Findet ihr auch auf unserer Seite, auf der Digital School Story Seite, könnt ihr die mal anschauen, da könnt ihr auch deren TikTok-Kanäle mal anschauen, was die so treiben. Also das sind schon echt urige Typen, die da wirklich was auf die Beine stellen. Ja, ich finde es total spannend, was ihr da alles erzählt. Ich lege jetzt auch einfach los, ohne Hände hochzutun. Ich habe auch zwei Kinder im Gymnasium und das, was ihr erzählt, kann ich mir bei uns 0000 vorstellen. Und da sehe ich praktisch schon die zwei Barrieren. Unser Schulleiter macht nur, was das Ministerium sagt. Und den Kindern wäre es ein Stück weit peinlich, wenn jetzt die Mutter hier da was so initiiert. Also ich habe so zur Corona-Zeit so die Hacker School angemeldet oder SheCodes oder so Sachen. Und da wollte ich mal fragen, wie ist das dann bei euch so gelaufen? Also ja, ich sehe da bei uns viele Barrieren. Ich erzähle es mal, bei uns ging es um das Thema Finanzierung. Also so ein Projekt in einer Klasse kostet 980 Euro. Und das heißt, das ist eine Aufwandssituation, die eine Schule erstmal nicht automatisch sagt, ich kann das. Und ich bin im Elternbeirat, wir haben so einen Spendenbudgettopf und ich habe versucht, das meinen Elternkollegen nahezubringen. Und dann war das ganz spannend. Die waren relativ schnell überzeugt und wollten dann aber nicht einer Klasse das anbieten, sondern interessierten SchülerInnen, weil die das Problem haben, Spendengeld, das von allen eingesammelt wird und dann profitiert nur eine Klasse davon. Das ist ja total ungerecht. Und dann hat die Nina gesagt, das macht sie nicht. Und dann hatte ich so ein, könnt ihr euch vorstellen, Elternabend online, ich habe die Zusage meiner Elternbeiräte, das fördern wir, aber nur wenn wir die Bedingung haben können, das dürfen sich Freiwillige melden. Und die Nina ist parallel bei mir und sagt, nee Christian, dann machen wir das nicht. Das geht entweder in der Klasse mit einer Lehrerin die Verantwortung hat, oder das geht gar nicht. Und dann saß ich so in meinem Doppelrollending, so Kollegen, und dann war es wirklich spitz auf Knopf. Da hatte ich dann zwei, drei, die übrigens gar keine Ahnung hatten, was Digital School Story ist, sondern die mir zugehört haben, sich dann eine Meinung gebildet haben und dann eine andere Meinung hatten. Also sie hätten dann gerne einfach was anderes gehabt. Und da ist es dann einfach gelungen, mit ein bisschen Doppelspiel über einen Elternbeiratsvorsitzenden zu sagen, wir machen mal ein Projekt, wir probieren das jetzt einmal in einer fünften Klasse aus und wenn es gut ist, dann schauen wir, dass es nächstes Jahr gleich verteilt auf eine ganze Klassenebene kommt. Und so haben wir uns jetzt gerettet. Und Sigrid, ich verstehe das gut, es ist äußerst sensibel, wo der erste Impuls kommt. Und es ist alles andere wie trivial in diesen Systemen. Wo kommt die erste Intervention für diese Idee her? Und ich bleibe dabei, wenn ihr niemanden findet, der angezündet ist, dann ist es eine gute Idee und dann geht woanders hin. Nicht, das lässt sich nur und eben mit einer Lehrerin oder einem Lehrer, der sagt, ja, ich habe da was davon, und dann kann der auch seinen Schulleiter überzeugen und dann kann der auch Mittel bringen. Das ist, und wenn du den nicht hast, dann wird das Projekt auch nicht funktionieren. Die zweite Geschichte, wir haben als Dativ das mit der Ausbildung gemacht. Wir haben mit der Ausbildungsabteilung angefragt, ob die sich das vorstellen können. Da Uwe Ritthammer, mein Kollege, war dann auch relativ schnell dabei und dann kennt ihr das, was passiert, wenn man Ja sagt und dann kommen aber andere Geschichten dazu. Dann kriegen diese Auszubildenden Corona, sind nicht da, dann kriegt die engagierte Referente im Ausbildungsbereich, die es machen wollte, wird schwanger und ist nicht mehr greifbar und dann kriegt ein anderer Kollege das. Also so die Rahmenbedingungen für ein schwieriges Projekt. Auch die haben letzte Woche 3 Videos einem Creator gezeigt. Ich glaube nicht, dass das die sensationellsten Videos waren, die Dativ-Auszubildende jemals gedreht haben und dass der Vorbereitungsaufwand in 12 Wochen unseres Plans genau gerecht wird. Aber ich bin ziemlich sicher, dass der Fokus ein anderer war. Und Spyridon, seines Zeichens Ehrenspybus in TikTok, den ich bis dahin nicht kannte, ein albanisch abstürmender, wunderbarer junger Mann, der so interessant reagiert hat auf deren Stories, wo du gemerkt hast, da passiert jetzt was. Ob das weiter in unserer Ausbildung ein Element wird, weiß ich noch nicht. Aber ich habe gemerkt, dass das
Modell funktioniert, auch unter nicht einfachen Rahmenbedingungen zu einem Erfolg zu kommen. So groß der Erfolg, dass wir nächste Woche am DigiCamp dazu eine Session machen. Und wenn da der Leiter Ausbildung mit dazu sitzt, dann ist es ihm zumindest nicht so peinlich, dass es unter den Teppich kehren will. So würde ich das mal als schon als Erfolg bezeichnen. Und ich glaube, das ist das beim Weitererzählen. Guckt einfach, wo ist eine positive Energie für diese Idee und wo sind Allianzen, die sagen, ich mache da mit und auf keinen Fall den Lehrer vom Gegenteil überzeugen wollen. Das glaube ich, oder die Lehrerin, das glaube ich, ist ein wichtiger Schlüssel. Aber Sigrid, ich weiß nicht, in welchem Bundesland du bist, aber es ist... Bayern. Ja, ich hatte es mir fast gedacht, ja. Willkommen daheim. Also da ist es auch ziemlich schwierig, weil da ist diese Hörigkeit ist extrem hoch und diese Regelkonformität. Aber es besteht in allen Schulen ein Vakuum. Und ich bin 100% sicher, dass du an jeder Schule findest du irgendeinen Lehrer, eine Lehrerin, die sagt, Mist, ich muss da was tun. Und wenn man das mal aufzählt, was da quasi in dem Programm drin ist, wie gesagt, der Winfried hat das so schön Transformationsaktivator genannt. Du hast das Thema agil da drin, agile Arbeitsweisen. Die kriegen da richtig Material dafür, wie das richtig geht. Du hast das Thema digitale Skills, also das ganze Thema Podcasten oder Videodreh. Du hast das Thema Medienkompetenz drin, du hast das Thema Storytelling drin. Also da sind so viele Dinge, die überall stehen als Digital Skills, die heute jeder braucht. Und die werden da quasi als Gesamtpaket verkauft, sozusagen. Und von Hagwitz gewonnen, wer den kennt, der weiß, das ist so einer der Koryphäen für Gamification. Also der wird auch noch versuchen, mit uns das Ganze nochmal noch attraktiver zu machen, dass Leute das auch mehrfach machen können. Also auch wenn es für den ersten Moment scheint, oh Gott, in meiner Schule wird es da niemanden geben. Also ich rede auch als Vertreter von einer Waldorfschule. Ich weiß, da ist noch mal eine Schippe drauf. Da finden nämlich alle Computer doof. Auch da gibt es Leute, die sagen, ja, wir müssen das tun. Das steht im Medienkonzept. Und wenn uns da irgendeiner dabei hilft, dass das Ganze vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher, ein bisschen geguideter funktioniert, dann sind da die Leute in der Regel dankbar. Und die zu finden, das wäre dann die Aufgabe. Klaus hier. Ich habe eine Frage, also wie könnte es ablaufen? Ich kenne jetzt vielleicht einen Lehrer oder zwei und schlage das denen vor und die schauen sich die Webseite an und kontaktieren euch dann, oder? Genau, du findest... Darum ist der Link so prominent auf jeder Seite, weil wir brauchen erst Kontakt mit Menschen. Also es gibt kein Programm, das du einfach auf einer Webseite nur erklärst und dann fangen die Leute an zu bestellen. Also das ist eher unwahrscheinlich. Du brauchst Leute, die mit dir dann reden und da ist halt die Nina und das Team, würde ich sagen, die können es noch viel besser verkaufen wie wir. Ich habe den Link zur Anmeldung von den Infoabenden, habe ich auch schon im Slack-Kanal super drin. Darüber können die sich melden. Da sind eigentlich fast immer ein oder zwei auch von der Lehrerfraktion dabei, die dann auch direkt den Switch herstellen können und das richtig gut erklären. Also ich habe es selber auch schon gemacht, kann ich allen nur empfehlen. Dann kurze Frage noch. Also Lehrer, Schüler habe ich verstanden, aber dann heißt es Azubis und sogar Hochschule lese ich auf der Webseite. Und dann denke ich so, okay, wow, Riesenspektrum. Oder doch eher Schüler? Ja, Klaus, weißt du, der eine Punkt ist, ich glaube, das ist das Kerngeschäft, ist die Schulen. Darum heißt Digital School Story. Und das ist der Nina als Gründerin, glaube ich, auch extrem wichtig, dass dieser Fokus bleibt. Gleichzeitig ist das die Kompetenzen, die da aufgebaut werden. Die sind ja omnipräsent, die brauchst du ja überall. Das heißt, im Idealfall, und da glaube ich, sind wir uns auch alle einig, je mehr Leute aus verschiedenen Bereichen das Ganze bereichern, ausprobieren und entsprechend fördern oder so, umso besser wird das Ganze. Aber das sind die Skills, um die es da geht, die erarbeitet werden. Kannst du von 5. Klasse bis 99 Jahre, kannst du jeder brauchen. Und das führt zu dem über, was Nina gestern als Hausaufgabe mitgegeben hat, worüber wir erzählen sollen. Das Spannende für mich, neben der wirklich unterstützenswerten Idee, dass wir Schülerinnen anderen Zugang zu Medien geben, ist die Art und Weise, wie dieses Projekt läuft. Also wie Nina diese Gruppe zusammengeführt hat. Und ich glaube, das war mein erster Abend schon, dass sie mir gesagt hat, wir treffen uns immer Dienstag 21 Uhr. Ich dachte, ihr seid ja irr. Und dann trifft sich eine Gruppe 21 Uhr und dann ist es 10 vor 10 und dann beschließen wir, dass wir jetzt noch Vision und Mission erarbeiten, weil das brauche ich in 2 Tagen bei einem Pitch bei Porsche Stiftung. Und da ihr seid,
Und dann ist innerhalb von einer Stunde Mission und Vision gekommen. Und Frank, der mir in Christian Lernt folgt, da gibt es ein paar Aussagen, die kommen noch aus diesem Abend. Weil die Art und Weise, dass wir reflektiert nur in einem Kanal unterwegs sind, wenn wir ihn verstehen, das ist an dem Abend mir klar geworden. Und das ist zwar für SchülerInnen der 5. bis 12. Klasse relevant, aber für meine Management-Kollegen noch viel mehr. Die gucken jetzt seit 10 Jahren in Social Media und sind nie reflektiert die Nutzer eines Kanals geworden und wundern sich immer mehr, dass ihr Business in diesem Kanal läuft und sie stehen nebendran und wenn sie dann anfangen, merken sie, dass das viel komplexer ist, wie sie gedacht haben. Dann ziehen sie sich wieder zurück und bestätigen sich gegenseitig, dass das nichts sein kann. Insofern ist das durchaus mehr. Und gestern Abend war Markus Feit, Harald Schirmer, Roman Rackwitz und ich musste dann zum Zug und habe es echt bedauert, weil was ich gestern über Gaming gelernt habe und wie wir jetzt versuchen, diesen 12er-Punkt in einen Gaming-orientierten Zugang zu kriegen, hey, das ist einfach ein Geschenk und dieses Geschenk vermittelt Nina sehr überzeugend und lädt auch dazu ein, mitzugestalten und da habe ich das Gefühl, wo Vielfalt auch im Diskurs rauskommt. Ich habe den Julian Panzer, einen unserer Lehrerkollegen, erlebt an so einem Infoabend. Der redet völlig anders mit den LehrerInnen, die dazuhören. Und ich habe plötzlich gemerkt, warum der das gelingt oder dem gelingt, diese Lehrer davon überzeugen, was ich nicht gekonnt hätte, weil die bei mir schon irgendwie so einen komischen Unternehmensvertreter sehen. Und das ist ein Lehrer, der das erzählt hat. Und diese Vielfaltsdiskussionen, ich glaube, das ist auch ein Element, was dieses Projekt ausmacht. Auch ein, wie vorher von mir genanntes, pandemisches Geschenk. Ich denke, wir hätten sowieso nicht angefangen zu arbeiten. Und es ist so ein gegenseitig Nehmen. Als ich hörte, Harald ist schon dabei, fiel es mir noch leichter, ja zu sagen. Und ich denke, dass das so Elemente sind, wo auch Energie entstehen kann. Und dass Nina und Sigi auch sehr, sehr gut steuern. Und ich dabei auch beobachte, wie steuere ich denn ein Team, wo ich jeden Abend sagen kann, ich habe keine Lust mehr, Nina. Alles gut, das war jetzt eine schöne Idee, aber ich höre jetzt einfach auf. Und alle 60 könnten jeden Abend sagen, das war eine gute Idee, salü. Und das ist ihnen bewusst. Und das führt aber nicht zu einer Beliebigkeit, jeder kann hier machen, was er will, sondern dennoch zu einer Energie, die zu schönen Ergebnissen führt und offensichtlich zu Videos in Klassen, was mich dann immer wundert. Es kommen dann immer auch Videos in Klassen raus, was ja die Grundidee der Idee an sich ist. Ihr merkt schon, dass das Wie, das ganze Abläuft, einen ganz großen Punkt da auch mit oder ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir haben auch Schüler im Projektteam. Also der Mathis zum Beispiel, der ist 18 Jahre alt oder sowas. Der ist da auch immer wieder dabei. Der war auch schon auf der Bühne in der Co-Petri, auf der Mainstage und sowas. Und wenn du dir dann hörst, was so ein 18-jähriger Schüler, der ja nochmal eine ganz andere Perspektive da drauf hat. Also einerseits die Erfahrung davon, wie war es? Und andererseits aber auch, warum findet er das wertvoll? Warum engagiert er sich darüber hinaus? Und das, für mich war das wirklich eines, das hat er dort eben erzählt. Wir lernen und Schule hat ja einen gewissen Touch. Wir wissen, wenn wir das wissenschaftlich anschauen, wenn wir es von der Organisation her anschauen, dann wissen wir ja, dass die Strukturen, in denen das im Moment stattfindet, nicht so ganz ideal sind. Ich bin jetzt ganz nett. Und der, wenn dir dann ein 18-Jähriger erzählt, ja, wir haben dieses DSS-Projekt gehabt und dann haben wir angefangen mit allem, was wir halt so wissen und wir sind zu einem Punkt gekommen, wo wir nicht mehr weiterkamen. Es ging einfach nicht mehr. Wir waren dann am Ende, wo wir gemerkt haben, es passt nicht mehr. Und dann haben wir uns geöffnet und haben geschaut, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, für Methoden, für Formate und sonst was. Diesen Heureka-Moment ist der Erkenntnisforschung sozusagen, wenn in den Menschen selber plötzlich so eine absolute Neugier entsteht, gepaart mit dem, alles, was mich bis hierher gebracht hat, wird mich nicht weiterbringen. Und das ist so dieser Moment, den wünschst du jedem Menschen, weil das ist der, der dich dann so richtig in die nächste Stufe bringt, ins nächste Level. Und das, wenn dir das dann halt so ein 18-Jähriger erzählt hat, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn du das von irgendeinem Management-Consultant hörst oder irgendjemand, der das Ganze wissenschaftlich natürlich super begründen kann. Ja, also die Erfahrungen, die Schüler, die Schülerinnen da machen, teilweise auch die Lehrerinnen machen, sind so, dass wir sagen, okay, wir sind hier auf der richtigen Geschichte unterwegs. Werbeblock Ende. Also gerne wieder eure Frage. Wir wollen auch nichts verkaufen. Wir wollen euch nur neugierig machen auf was, was einfach richtig Sinn macht in der heutigen Zeit. Mhm. Ich meine, Weil da gerade so eine Stille ist, stelle ich nochmal eine Frage. Und zwar, meine Jungs, die wollen gerne zeigen, was sie gebaut haben. Ja? Jetzt haben wir letztens ein Stop-Motion-Video gemacht und
Also wir haben das schon beschränkt auf YouTube hochgeladen, weil um die Anschlussfähigkeit eben zu haben und um das auch herzustellen. Applaus auch haben. Geht jetzt anscheinend nicht, aber Sie wollen ja, das ist nicht, es geht also nicht. Es ist kein Verbot. Also es ist nicht so, dass es verboten, sondern man will schon, und das muss man auch machen, einen privaten Rahmen haben, damit also wirklich alle Datenschutzthemen gewahrt werden. Aber es sollte dann am Schluss jeder so begeistert sein und sagen, das ist ein so geiles Video, das wollen wir auf jeden Fall veröffentlichen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich hole mir von jedem sauber die Unterschrift, dass das auch okay ist, und dann kann man das auch hochladen. Also das ist aber eine individuelle Entscheidung des Teams. Aber es ist keine Verpflichtung für das Projekt. Es ist nicht der Fokus, verstanden. Ja. Weil es sonst würdest du, wenn du da zum Lehrer gehst und sagst, am Ende steht der TikTok ein Video, dann ist sofort die Tür zu. Also da. Ja, verstanden. Ich kann euch erzählen, ich habe in der Küche meiner Frau erzählt, dass ich jetzt bei so einem Projekt mich engagiere, und dann kamen sofort die ersten 4 Reizfragen. Und dann bin ich auf die FAQ-Liste von Digital School Story, und eine ist eben, dass du diese Videos nicht veröffentlichen darfst im Sinne eines Projektes der Schule. Dass natürlich ein Team der Schülerinnen dann sagt, wir 4 sagen, wir veröffentlichen das, und da ist auch nichts drin, was heikel ist und die rechtlichen Rahmen ziehen. Aber wenn eine Schule ein Projekt macht, dass das Ziel hätte, TikTok-Videos zu veröffentlichen, dann ist das Projekt schon zumindest in Bayern aus, bevor es losgegangen ist. So, und das... Da habe ich gemerkt, dass, ich weiß nicht, ich glaube in 16 Bundesländern, hat die Nina neulich erzählt, gibt es jetzt schon Erfahrungen, dass sie da einfach gelernt haben und relativ schnell auf diese Mechanismen Rücksicht genommen haben, die Verhinderer sind, die so Showstopper sein können. Und das scheint auch ein Element zu sein, dass, und ich habe zumindest am Anfang länger gedacht, dass da nie, ich habe dann gegoogelt, wo sind denn diese Videos, und ich finde die gar nicht, und auf die Startseitensituation ist so ein Video, das da rauskommt, aber es ist eben nicht das Ziel als Idee, ich vermarkte die Videos und mache darüber dann Aufmerksamkeit, sondern das Lernen des Videoproduzierens ist das Ziel, und wenn dann jemand stolz drauf ist und es veröffentlicht, dann ist es natürlich dennoch möglich unter den Rahmenbedingungen, die ich vorher skizziert habe. Ja, gut, verstanden, danke. Gibt es dann Erfahrungen, dass Klassen eigenständig weitermachen? Ja, du setzt ja einen Grundstein. Also du setzt einen Grundstein für bestimmte Kompetenzen, für bestimmte Fähigkeiten, und idealerweise entsteht da natürlich auch die Lust, sowas Ähnliches weiterzumachen. Die Frage ist, wird das Ganze dann im DSS-Rahmen mit entsprechenden Förderungen und Kosten weiterlaufen? Oder entstehen da irgendwelche eigenen Themen daraus? Also wir kriegen schon mit, dass es eine Reihe von Lehrern, Lehrerinnen gibt, die einfach da mitgemacht haben und dann sagen, ich möchte es weiter begleiten. Von Schülerseite her direkt ist, weiß ich jetzt nicht, weil die in der Regel nicht so viele Möglichkeiten haben. Die können halt sagen, wir würden es gerne nochmal machen. Das ist aber genau der Punkt, wo wir jetzt mit Roman Radwitz dran arbeiten, weil wenn du das einmal gemacht hast, dann hast du natürlich irgendwie so deine Erfahrungen gesammelt, und jetzt ist die Frage, was passiert beim zweiten Mal anders? Also das Ziel ist ja nicht, dass du dann am Schluss so eine Videomaschine hast, die einfach jeden Unterrichtsteil als Video dann erzeugt, sondern es geht wirklich um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und wie gesagt, mit dem Roman versucht man da jetzt da nochmal so einen Twist ranzukriegen, dass es zum Beispiel verschiedene Level gibt. Dass wenn du das erste Mal auf dem Level 1 machst, dann lernst du erstmal grundsätzlich die Methoden kennen, und da kommt vielleicht ein okay Video raus. So, und dann machst du das Ganze vielleicht nochmal in einem anderen Fach vielleicht sogar. Also, Christian hat es ja schon gesagt, das kann in Mathe passieren, das kann in Biologie passieren, das kann in Geschichte sein. Also egal welches Fach, es ist unabhängig davon. Und dann ist das ja, hat es nochmal einen fachlichen anderen Hintergrund. Und eventuell, wenn du das Ganze eben so mit Gamification anreicherst, könntest du ja auf einem neuen Level quasi neue Challenges haben. Also die dann vielleicht jetzt nicht nur sagen, ich halte die Kamera gerade, sondern auch noch, ich habe irgendwelche Advanced Effects oder weiß der Teufel was, was einfach die Story nochmal crisper macht oder wo du nochmal auf andere Punkte den Fokus legst. Wir haben selber bei uns in der Conti die Erfahrung gemacht, da gibt es sogenannte Guides, die unser Digital Leader and Assistance Programm begleiten. Das ist auch so ein 12-Wochen-Programm, und wir haben die irgendwann mal nach 1,5 Jahren und ich glaube 9 Durchgängen oder sowas, haben wir den einen oder anderen mal gefragt, haben gesagt, du, warum bist, wie kannst du immer noch dabei sein? Du musst ja das singen können. Das muss ja total langweilig für dich sein. Und die haben uns unisono alle zurückgemeldet. Weißt du, jedes Mal, wenn ich diese Runde mache, sind erstens andere Menschen dabei, es kommen andere Fragen und ich selber bin auf einem anderen Erfahrungslevel. Das heißt, ich höre den exakt gleichen Satz zum 6., zum 7. Mal und er bedeutet für mich immer mehr. Er wird immer reicher. Und diese Erfahrung, dass wenn man in diese Sachen reingeht, und es geht euch vielleicht auch so, wenn ihr das erste Mal Teams oder Zoom bedient, dann seid ihr erstmal dabei, okay, wie mute ich mich, wie unmute ich mich?
wenn ihr dann zum 10. Mal dabei seid, dann könnt ihr vielleicht auch noch die ganzen Reaktionen und dann wisst ihr noch, wie man was teilt und dann wisst man noch, wie man irgendwie, keine Ahnung, dann kommen die ganzen Spezialfunktionen. Und dann lernst du plötzlich, weil du plötzlich dann Zeit hast, weil du die ganzen Grundfunktionen kannst, oh, ich könnte ja am Licht noch was machen, oh, den Ton könnte ich ja auch noch verbessern. Und so entwickelst du dich eigentlich am gleichen Thema, aber ständig in neues Level oder neue Sphären. Also ich würde sagen, wir sind jetzt da am Anfang. Es ist jetzt nicht so, dass wir sofort antworten können, ja, das reißt uns auch beim dritten Mal immer noch aus den Händen. Aber es ist so, dass das Potenzial grundsätzlich auf jeden Fall da ist, dass das nicht nur eine einmalige Geschichte ist. Herzlich willkommen an die noch dazugekommen sind. Wir sind in den letzten 5 Minuten und erzählen so ein bisschen über die Digital School Story. Ich möchte nicht aufhören, ohne zu sagen, dass unsere Nina Mühlens schon groß denkt. Und sie hat mir irgendwann mal gesagt, das skaliert, so wie wir das machen. Und wir haben 8 Millionen, 9 Millionen potenzielle Schülerinnen und sie könnte sich vorstellen, dass die Idee damit auch Einfluss nehmen kann, in ein Schulsystem über diese Art so miteinander zu arbeiten. Ob jetzt daraus dann Videoexperten rauskommen, ich glaube, das ist nicht das Ziel, sondern dass die andere Form von Impulsen aus der Schule extern und intern zusammengeht. Und ich darf mich Community-Builder in meiner Rolle nennen. Wir durften uns alle als Ehrenamtliche mit einem Plan machen, warum bin ich eigentlich dabei, was ist mein Ziel, hochspannender Prozess. Ich bin Community-Builder und meine Idee wäre, dass diese Community austauscht. Und Klaus, du hast am Anfang gesagt, ihr denkt aber ziemlich groß, Hochschule und Unternehmen und noch Schule. Das wird Digital School Story bleiben, da achtet Nina auch sehr drauf, dass der Kern heißt, wir versuchen Digital School Story zu machen, aber das Miteinander reden der verschiedenen Gruppen muss sich nicht auf das 90 Sekunden Drehen eines Videos beschränken. Und wir werden, so gestern Abend entschieden, vermutlich am 12. November diesen Jahres ein ähnliches Format, wie wir hier haben, ein Austauschformat machen, wo wir online die Menschen zusammenbringen, die LehrerInnen, die Projekte gemacht haben, Schülerinnen, die jetzt endlich ihre Videos zeigen können, die jetzt endlich zeigen können, ich möchte in diesem Rahmen mein Video veröffentlichen und wen auch immer. Und nachdem Markus Faeth, dessen Buch Musterwechsel, ich allen herzlichst ans Kopfkissen legen möchte, ein unglaubliches Buch, das ein Kapitel hat zum Thema Bildung, wo ich verstanden habe, warum unser Bildungssystem großartig ist, wenn ich widerspruchslose Organisationsmenschen erziehen will. Dafür ist es großartig entwickelt worden. Angesichts der Herausforderung, die auf uns zukommt, bräuchten wir noch ein paar andere Kompetenzen. Dafür ist es nicht automatisch so gut geeignet, aber wenn wir nicht dran arbeiten, wird es zudem bleiben, weil das System einfach extrem stabil jetzt über 150 Jahre so ist, wie es ist. Und insofern wäre unsere Einladung, glaubt ein bisschen dran, dass Digital School Story da ein kleiner Hebel ist, macht Werbung, erzählt drüber, schickt Eltern, Lehrern zu Infoabenden, folgt uns, kommt Dienstagabend mit ins Projektteam. Harald, was können wir noch für Einladungen aussprechen? Danke für die Aufmerksamkeit, großartig, eine neue Erfahrung mit Harald Schirmer auf der Parkbank, eine Session gemacht zu haben, schon wieder ein neuer Lebenspunkt. Herzlichen Dank für die Möglichkeiten und eure Schlussrunde. Gibt es noch was? Ich wäre Lehrer. Nochmal gut nachdenken über den Satz. Also ich fand es spannend. Ann-Kathrin, du warst gemutet. Sigrid, ich würde deinen Zweifel, der völlig verständlich ist im bayerischen Schulsystem, ich würde den als Antrieb nehmen. Ich weiß nicht, ob du die Lightning Talk gesehen hast, den ich gestern gemacht habe. Den habe ich aufgehört mit dem Satz, wenn wir eine Zukunft wollen, die wir bekommen, also eine Zukunft bekommen wollen, dann müssen wir die gestalten. Weil sonst kriegen wir eine, die wir nicht wollen. Und im Moment ist der logische Automatismus nicht quasi so, dass sich da großartig was verändert. Das heißt, wenn es nicht Leute wie dich, den Klaus, den Frank, wer auch immer jetzt im Call ist, der Jochen, die Gabriele, der Oliver, wenn ihr nicht hergeht und sagt, ich frage mal in meiner Firma an, ich frage mal bei meinen Ausbildungsleitern, ich frage mal Kinder, Lehrer, Elternrat oder sonst was. Ich gehe da ran und sage, hey, ich weiß, dass das für euch vielleicht ein Riesenbrett ist, aber da ist was da. Und wenn ihr wollt, ihr müsst es nur sagen. Manchmal ist man dann überrascht, wie offen doch Leute dann sein können. Also traut euch da, auch wenn ihr noch die größten Zweifel habt, probiert es aus. Und geht da mit einer positiven Grundstimmung rein und sagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute sagen, interessiert mich nicht, haben wir keine Zeit, haben wir kein Geld. Aber dann habt ihr es probiert, dann könnt ihr sagen, hey, der geht halt auch nicht. Ich war es probieren, mir ist schon ein Lehrer eingefallen. Der hat mir im Elterngespräch schon gesagt, er täte auch Projekte mit Firmen machen. Ja, wunderbar. Ich sage, die Connection direkt Firma, Schule ist extrem bedenklich, die geht eigentlich nicht. Aber über Digital School Story geht es eben schon. Das heißt, da kannst du dann natürlich, da profitieren beide davon und die lernen sich auch beide kennen.
Das heißt, wenn jetzt da die Organisationsvertreter da sind, auch da hast du natürlich die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, einen Pitch zu machen, in die entsprechenden Sessions mit reinzukommen, um so eine Schule zu fördern. Und naja, also ich würde mal sagen, das ist eine gute Art für Marketing, die aber auch legal bei Ihnen steht. Und Social Responsibility, nur so um den CSR, wer sowas macht, auch das wäre ein Türöffner. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ja, danke euch, war sehr inspirierend. Sehr gerne. Dann danke. Sehen wir die physischen Leute hier und die Onliner beim Mausen. Ciao, ciao. Habe ich gestern gelernt. Danke euch. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, wir treffen uns beim Essen. Genau. Ciao, Leo.